Max Bornmann kann auf Luisa Früh getrost verzichten. Der Hottie nimmt mit seiner Freundin beim Makler Fake Love teil. Das Ziel? Der Bo muss Jelis Kotsch weiß machen, dass er Single ist, um das Preisgeld zu gewinnen. Das fällt dem 25-Jährigen überhaupt nicht schwer. Ganz im Gegenteil. Max verhält sich, als wäre er Single, während seine Freundin Luisa dessen Liebesspiel mit Jelis live verfolgt. Am Ende enttarnt die Reality-TV-Darstellerin Max. Inzwischen sind er und Luisa getrennt. Jetzt enthüllt der Barkeeper, dass die Blondine es ihm nicht wert ist, um die Beziehung zu kämpfen. Das Wichtigste, was sie von mir wollte, ist, dass ich mich anstrenge. Ich habe halt alles andere gemacht, als mich anzustrengen. Irgendwie hat mein Körper sich dagegen gesträubt, gibt er offen zu. Max hat auch gar kein schlechtes Gewissen, was die Fummelei mit Jelis vor laufenden Kameras betrifft. Luisa will andere Frauen jetzt warnen. Er hat mit Jelis gespielt, er hat mit mir gespielt. Für mich ist er mittlerweile einfach nur noch ein Player und meiner Meinung nach hat er es mit Absicht gemacht. Er genießt dieses Rampenlicht nach der Show extrem. Offenbar sind beide heute sehr glücklich damit, einander los zu sein.